Also, da sind wir bei Let's Play Alice. Ach ja, da waren die Schlösser. Stimmt. Ich musste jetzt hier unten lang. Tadam. Dann gucken wir mal. Nee. Kann man nicht öffnen den Schrank, okay. Untersuchen ihre Kartons, okay. Oh. Okay, ich brauche einen Streichhölzer. Ah, brauche ich. Scheint. Ah. 5. Ah, die muss ich ins Inventar. Auseinandernehmen. Anlegen. Kombinieren. Benutzen. Spielzeuge erhalten. Wofür ich den brauche? Keine Ahnung. Na du, du hast den doch entfernt, du. Schlaues Kind. Ah! Oh je. Ein einfacher Holzschrank. Untersuchen. Nichts. Moment, kann ich das da damit? Nein. Was habe ich denn sonst? Kreuzklinge, Glas. Untersuchen, Eine Rose? Ja. Gut. Tulpe, Rose. Ach Gott, damit kriege ich mich doch nicht aus. Ja. Ah, Zigaretten, warum kann man die nicht... Was? Ah! Gut. 5 Uhrzeiger benutzen. Und jetzt drücken. Ha! Beethoven. Francis Beethoven. Irgendwo war hier doch noch einer. Ach, da war einer. Ja, ich brauche irgendwie Streichhölzer. Damit ich weiß, was da ist. Debussy. Silber Debussy und... Ja, komm. Achso, das war der zu dunkle Raum. Das kann sie erkennen, aber... Dann hört schon auf. Ah.
Oh, da ist noch ein Raum. Da steht, oh, wie höre ich sie doch gerne. Deswegen habe ich meine drei Lieblingskomponisten dazu auserwählt, mein Türschloss zu bewachen. Den Anfang macht mein größter Liebling, versteht sich, gefolgt von dem Zweitbesten und dem Drittbesten. Selbst Eberhard wird dieses Schloss nicht knacken können. Die Notiz wurde im Notizbuch eingetragen. Also, Silber war Debussy. Dings, Bronze war Beethoven oder so ähnlich. Da muss ich dann nochmal nachgucken. Zündhölzer. Ja, perfekt. Perfekt. Aber ich muss trotzdem nochmal gucken, was hier für einer war. Beethoven, ja. So, und wer ist der Beste? Zündhölzer benutzen. Untersuchen. Er büßt ausgerechnet. Tschaikowski. Gut, Tschaikowski, Debussy. Moment. War irgendwie so eine Malung. Aber gut. Gut. Tschaikowski, Debussy und Beethoven. Tschaikowski, Beethoven und Debussy. Hä? Ach, anders. Moment. Tschaikowski, Debussy und Beethoven. So. Von der weit geöffneten Tür zum Balkon saß eine schon etwas ältere Frau und starrte gedankenverloren nach draußen. Das musste Alice Mutter sein. Frau Thalberg, Sie müssen mir helfen, da ist ein Monster. Oh, das ist schön, dass du mich besuchen kommst. Aber verstehen Sie denn nicht, da unten im Saal ist dieses Ding und es hat versucht, mich anzugreifen. Soll ich dir wieder etwas aus deinem Lieblingsbuch vorlesen, Maria? Was? Na, Alice im Wunderland, du musst es nur holen, ich habe es gerade nicht bei mir. Jetzt erinnerte ich mich daran, dass Alice uns mal erzählt, dass ihre Mutter krank war. So sehr ich auch versuchte, ihr alles zu erklären, sie zeigte keine Reaktion. Sie würde mir nicht helfen können. Und dann, als sie mich niedergeschlagen wegdrehte, sah ich es. Es war mir vorher nie aufgefallen. Draußen war nichts als Schwärze. Selbst wenn es schon Nacht gewesen wäre, hätte man zumindest ein paar Sterne gesehen. Oder Wolken, die von den Lichtern der Stadt erleuchtet werden. Nur die Umrisse der Bäume vom kleinen Wald vor dem Haus. Aber da war nichts. Gar nichts. Es war so, als würde das Haus ganz allein in einem unendlichen Meer aus absoluter Schwärze schwimmen. Woho. Öffnen. Sind Schlüssel zu nehmen, aber vermutlich wäre es hier egal gewesen. Ich verstand ja nicht mal, dass in ihrem Haus ein schreckliches Monster aufhielt. Daher entschied ich mich, ihr nichts zu sagen, schon allein um nicht zu riskieren, dass sie es mir doch verbieten würde. Tulpenschlüssel, ah. Aber warum kann ich das, Mann. Das wäre ihr bestimmt auch scheißegal, aber, wenn sie meint. Tulpenschlüssel da. Der Tulpenschlüssel wird nicht mehr benötigt. Öffnen. Untersuchen. Der Schrank ist leer. Nein! Oh Gott. Ah, da ist sogar verschlossen. Ach, verdammt. Warum ist hier so viel? Da steht wer. Hinter dem Vorhang der Ballmann ist eine Silhouette zu sehen. Hoho, jetzt wird's interessant.
Okay, nur eine Puppe. Einfach mit einem kleinen Spiegel. Hey, man sieht sich sogar drin. Ein leerer Mülleimer aus Kunststoff. Ja, öffnen. Untersuchen. Nichts. Okay. Öffnen. Der Schrank ist schon offen. Im Schrank liegen mehrere Stapel Papier. Holzkiste. Holzkiste. Ein Bild von der Nachtlandschaft wurde an die Wand gemalt. Ah, das ist ein Zettel. Steht in Kinderschrift: Lass den Ballon bis zum Ende des Himmels fliegen. Dann kommt die Sternschnupp kommen die Sternschnuppen und zeigen dir, wo der Schatz liegt. Ah, eine runde Vertiefung, aha. Also muss ich auch was finden, bestimmt. Eine Vitrine, in der sich unzählige Bücher befinden, im untersten Fach der roter Edelstein. Ah, das brauche ich bestimmt. Dem Hilfsmittel, ah. Hier schreibt jemand anscheinend an Gedichten. Ah, okay. Öffnen. Untersuchen. Brecheisen. Was? Bestimmt. Och nee, ey. Nein. Jetzt darf ich jede verdammte Kiste in diesem Scheiß. Haus. Brecheisen. Die so aussieht da. Oh nein, ey. Gut, da war nichts. Aber das ist jetzt schon nervig. Hat niemand gesehen. Roten Edelstein. Ja. Dies ist nicht möglich. Aber da werden bestimmt einige Holzkisten sein. Nein. Die ich damit öffnen kann. Hä? Den muss man da nicht reinpacken? Aha. Wofür ist der dann? Naja, ich darf jetzt erstmal einen Haufen Kisten nachgucken, ob ich die öffnen kann. Oh je. Na, wofür brauche ich einen roten Edelstein? Der muss doch da rein. Dachte ich. Na, da ist eine Rose und da ist verschlossen. Also ich brauche einen Rosenschlüssel, um hier weiterzukommen. Na, na, na. Da, die kann ich öffnen. Teelichter halten. Wir wollen Teelicht. Ah, ich weiß es. Aber ich mache hier einen Cut und das werdet ihr dann beim nächsten Mal sehen. Wahrscheinlich werde ich heute Abend noch eine Folge machen.
Aber bis dahin mach ich einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Kentiana Jones.